Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge 153 von Aboreon. Ja, wir sind mit dem Schiff hier unterwegs. Der Thomas Stehler hatte mir ein paar Sachen geschrieben, die ganz wichtig sind, dass ich darüber nachdenke nochmal und mir das angucke. Da hat er vollkommen recht, aber nach dem Intro gucken wir uns das dann näher an. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann sind wir jetzt drinne. Wie ihr seht, habe ich meinen Avatar da so ein bisschen rübergerückt. In der Ecke ist ja immer irgendwie so hier, ne, das Schiff zu sehen. Jetzt seht ihr das auch mal, was ich da gebaut habe. Ich hoffe, das passt so. So, der Thomas hatte geschrieben, dass wir einmal I aufrufen sollten vielleicht und mal schauen. Dieser Bergbaulaser hier zum Beispiel ist aus Eisen. Das heißt, er kann maximal Titan abbauen. Und diese hier sind Naonit und die können definitiv dann nur Trinium abbauen. Mehr geht hier nicht. Da haben wir noch ein bisschen Defizit. Ja, da müssen wir mal gucken. Des Weiteren müssen wir schauen, welche automatisch feuern, steht hier. Was mit A? Die sind automatisch. U steht jetzt nichts dabei. Die sind, glaube ich, Dingens, ne? Wo steht das denn jetzt da? Ungewöhnlich, ungewöhnlich, ja, aber ich suche jetzt gerade, Slot-Typ ist bewaffnet, 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 alles ist bewaffnet, hier auch, und diese sind unbewaffnet. Und das sind die einzigen, die wahrscheinlich automatisch zielen können hier auf dem Schiff, ne? So, jetzt müssen wir mal ganz schnell hier gucken, was wir da reingebaut haben. Wahrscheinlich ist hier das Geschützkontrollsystem für dieses, doch, hier steht beliebige Geschütze. Und zwei Autogeschützturmslots. Also müsste das mit dem Auto gehen. Ja. Was haben wir noch eins hier drin? Ja, da. Autogeschützturmslots plus eins. Das sind drei, aber da sind wahrscheinlich schon die Bergbauer, ne? Und das andere sind beliebige. Beliebige sind doch auch dann Auto, oder? Eigentlich sollte das alles passend sein dann. Wenn das beliebige sind. Gut, dann müssen wir nur die passenden haben. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was haben wir denn hier im Sektor drin. Ein Handelsposten und sonst nichts. Und dann gibt es noch ein paar Tore. Vielleicht sollten wir gerade mal schauen, dass wir einen Ausrüstungsdock hier in der Nähe haben. Warum mag er jetzt nicht? Also ich muss da erst wieder... Ja, okay, weit, weit weg, ne? Und da oben sind die nächsten. Okay, ich denke mal, wir werden mal so diese Richtung hier einschlagen. Über den Wissenschaftler, den wir hier haben. Das wollten wir auf jeden Fall machen, ne? Gut, warte mal, den Miner da anklicken. Dann kann ich doch hier schon mal so machen. Und wir machen mal so. Und gucken dann dahin, dass der uns dahin bringt. Ja, der fliegt schon los. Wunderbar. Gut, was hat der Thomas noch geschrieben? Also das mit den Waffen hat er geschrieben, dann das Umrüsten sehr mutig. Ja, ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe wieder mal mein Hauptschiff außer Acht gelassen. Da fragte der Thomas dann auch nach, was ich mit meinem Hauptschiff mache. Da sollten wir dann auch mal gucken, was sind da für Waffen drin. Wahrscheinlich schlechtere, wie ich jetzt hier gerade reingebaut habe. Und ja, dann hat der noch gesagt, was hat er denn noch gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich werde langsam alt. Also das mit dem, ach so, mit der Mine hat er noch geschrieben, dass ich die vielleicht hätte besser, also den Asteroiden vielleicht besser nutzen sollen für mich selber, um dann da hinspringen zu können, ne? Jetzt sehe ich hier links ist aber nicht einer, ne? Oder ist das da einer? Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, das ist auch keiner. Gott, ist jetzt kein Asteroid hier in der Nähe, den man nutzen könnte. Lass uns weiterspringen und gucken, was der Wissenschaftler auf der Fahne geschrieben hat für uns. So, mal gucken, ne? Da sind wir ja jetzt. Der funkt uns jetzt an, denke ich mal. So, dahin ist er schon, ne? Energieforschungssatellit. Energie- und Blitzüberladungssimulationen laufen. Bitte Logs für mehr Info einsehen. Verteilt das MAD-Log-Eintrag. Okay, das ist jetzt nichts für uns wahrscheinlich.
Vielleicht würde es uns helfen, die Phase zu verschieben. Okay, ich glaube, der zweite Eintrag. Ja, das ist definitiv was wahrscheinlich mit diesem ja, Asteroiden Sternformation zu tun hat. Wir werden diese Schwachstelle akzeptieren müssen, aber das wird kein Problem. Wer wäre denn jemals so dämlich, seine Schiffe aus Stein zu bauen? Ich. Ja, okay, dann ist das hier der Wissenschaftler. Okay. Gibt es hier noch was? Können wir ja mal mit N gucken, ne? Ach, guck mal, das andere Schiff wird noch nicht mal angezeigt hier, das Energie, der Satellit. Okay. Wäre denn hier noch ein Brocken drinne, den man vielleicht sich angucken sollte? Trinium gibt es ja hier genug. Ja, vielleicht machen wir das mal auf einer anderen Karte hier und gucken, ob wir da was sehen. Das ist keiner. Das ist auch keiner. Sieht nicht so aus, dass hier sowas gerade ist und es noch mehrere Felder davon. Ne, ich glaube, das ist das einzigste Asteroidenfeld, wenn ich das jetzt hier mal so richtig sehe. Ja, es sind nur diese. Da liegen nur mehrere nebeneinander. Ne, hier ist nichts zu holen, würde ich sagen. Der Wissenschaftler ist gut zu wissen, dass es den hier gibt, aber der bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Wir wollten dann nach, obwohl hier ja so ein schönes Netz ist, ne? Da können wir dann vielleicht doch erstmal nach da springen, würde ich sagen. Ne, wir müssen dahin, dann die Shift-Taste gedrückt halten und dann da springen. Okay, das geht jetzt nicht so. Dann würde ich mal dahin springen wollen und gucken, was da so ist. Okay, wir richten uns schon mal nach da aus und er springt ja schon, macht da schon, super. Warum ist das da jetzt immer? Ach so, weil da hinter dem Asteroiden eine Sonne hinterher flackert. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, geht das nicht, aber 7 Sekunden, das schaffen wir gerade auch noch auszuhalten. Der nächste Sprung wird dann wahrscheinlich länger dauern, oder? Aber hier gibt es ja nichts, ne? Nein, hier ist tote Hose, glaube ich. Okay, nächster Sprung. Da oben nicht dieses grüne Symbol angezeigt werden, wie hier, wenn nichts ist. Okay, wieder 9 Sekunden. Machen wir schon, ne? Springen wir auch noch gerade hin. So, jetzt lädt er auf. War das schon? Ich glaube noch nicht, ne? Das Endziel, oder? Einer ist noch danach, ne? Okay, konnte ich jetzt nicht so schnell gucken, aber da ist noch ein Sprung. Und dann sind wir da, wo wir hin wollten. Hier ist ja nichts, ne? Ne. Steht da oben ja auch. Gut, dann springen wir noch einen Sektor weiter und gucken, was da ist. Wollen wir hoffen, dass es da einen Ausrüstungsdock gibt, aber wahrscheinlich dürfen wir da ja nichts kaufen, ist ja wieder das nächste Problem. Aber dann machen wir das mal, was der Thomas schon geschrieben hat. Wir kaufen Rohstoffe und verkaufen sie wieder oder irgendwie sowas. Um dann die Reputation oder was es auch immer ist, zu verbessern. So, was ist denn hier? Zwei Bergbauschiffe, okay. Jetzt müssen wir vielleicht nur noch gucken, ob es hier noch einen Asteroiden gibt, den wir vielleicht einnehmen können. Dieser hier wäre ein Kandidat, aber der ist. Früher war das so, dass man die nicht einnehmen konnte. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Der ist da. Ich fliege den nochmal jetzt mal an, oder? Früher konnte man nur Asteroiden einnehmen, die keinen Dingens hatten. Keinen Rohstoff in sich hatten. Gucken wir, ob sich das geändert hat.
Schauen wir mal. Und da unten sehe ich schon an der Waffe, bei der 1, dass es ja kein Automatikmodus da dran ist, ne? An den ganzen Waffen. Also ich bin schon dran. Hat gut geklappt, oder? So, da wir ihn nicht auswählen können, hat sich da nichts dran geändert. Gut, dann wissen wir das auch. Also diese Plätze gehen nicht. Dann gehen wir noch mal auf der, nee, nicht auf der Map, auf der Strategiekarte. Und schauen, ob wir noch einen hier irgendwo entdecken. Aber es sieht nicht so aus, dass hier einer drin ist. Da unten ist auf jeden Fall auch noch was. Ist das da einer? Ich glaube, es sind zwei übereinander, ne? Aber da sieht es aus, als ob das einer sein könnte. Den jetzt getroffen oder nicht? Also wenn der das ist, dann ist das doch nicht. Also hier oben ist nichts. Da sieht es auch noch nichts aus. Das ist wohl auch nichts. Mehr fremdartige Subraumsignale, sie werden stärker. Was ist das da? Ja. Sind wahrscheinlich nicht. Das sind mehrere übereinander liegende Asteroiden, denke ich mal. Müssen wir mal hinsegeln. Nein, das ist auch das gleiche wieder in Grün, da fehlt's. Da sieht's auch nach nichts aus. Ja, Xotan-Schiffe, 3 Stück erschienen. Glaube, die fliegen ja sowieso gleich weg, wenn wir nichts machen. Da sind sie. Wir sind da hinten. In dem Haufen ist nichts. Ja, ich glaube, das war's hier. Das heißt, wir gehen hier hin und springen weiter in die Richtung, oder? Ich schätze mal in die Richtung. Also, nee, das wollen wir so nicht machen, das wollen wir so machen. Nee, nochmal. Und dann dahin. Raus aus der Karte. Er richtet sich aus. Sehr schön. Ist auch Platz, da raus zu fliegen. Das ist da ein Miner links, der da schön gerade das Eisen abbaut. Wir sind weggesprungen. Sind im nächsten Sektor, wo nichts los ist. Ja, genau. Sollte auch nicht so sein, weil das auf der Karte angezeigt hat. 2, 1, 0. Hyperraumantrieb wieder aufladen. Warum macht das nicht? Ah, jetzt. Sollten wir auch hinkriegen, den nächsten Sprung zu machen.
So, und dann schauen wir in den Sektor, was da los ist. Manchmal dauert es länger mit dem Laden, ne? Da sind so viele Asteroiden drin, die er alle einzeln aufrufen muss. So, einmal hier rein. Bleimine, Edel, 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 Kupfermine. Bergbauschiff, Kreuzer, Kreuzer und zwei Tore. Sehr schön. Das war jetzt nicht so dolle. Gut, dass das ein Asteroid war, ne? Ja, ich sehe jetzt gerade hier nichts. Ich denke mal, das machen wir auch in der nächsten Folge. Hier mal nochmal durchschauen. Oder ich mache es zwischendurch. Sag euch nachher dann Bescheid in der nächsten Folge, wann hier was gewesen ist. Und wir kümmern uns dann darum, dass wir weiterkommen und vielleicht irgendwie einen Ausrüstungsstock finden oder sowas, damit wir dann eine bessere Automatikwaffe kriegen, die wir einsetzen können für dieses Schiff. Und ja, schauen wir dann weiter, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.